Hallo YouTube und willkommen bei einem neuen Video auf meinem Channel. Ja, ich bin wieder da. Ich erwache langsam wieder aus meinem Sommerschlaf, kann man so sagen. Ich habe ja lange Zeit nichts gebracht auf meinem Channel. Und jetzt wird Zeit, mit den neuen COD-Titeln mal wieder ein bisschen was an Content rauszuballern. Und deswegen habe ich für euch heute direkt hier ein Advanced Warfare Gameplay. Und ich möchte mit dem Video meine ersten Eindrücke zu dem Spiel sagen. Und ich werde das Video relativ kurz halten. Das Gameplay ist allerdings ein relativ langes, ich werde es aber auch ein wenig zusammencutten. Das ist nämlich eine S&D-Runde auf der Map Comeback. Ich werde halt die ganzen Pausen dazwischendurch einfach raushauen, weil das ist ja unnötig. Und es ist auf jeden Fall nicht das beste Gameplay, nur es war irgendwie ein 16 zu 2 in S&D. Ist auf jeden Fall einer so der ersten Runden, sage ich mal, wo ich sagen kann, ja, okay, das kann man ruhig auf YouTube zeigen. Ja, auf jeden Fall kommen wir einmal kurz zum Gameplay. Ich habe da mit der KF5 gespielt, das ist eine SMG. Und als Aufsätze habe ich da ein Rotpumpvisier, dann einen Schalldämpfer und Vordergriff. Der Vordergriff ist dafür da, dass die Waffe nicht so sehr verzieht. Dann habe ich da als Perks mitgenommen Leichtgewicht, Blinder Überwacher und Zähigkeit. Blinder Überwacher ist, glaube ich, dass ich auf dem Radar nicht gesehen werde. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube schon. Und die anderen beiden erklären sich ja von selber. Dann habe ich noch dabei als Exo-Fähigkeit die Exo-Übertaktung. Bedeutet, wenn ich das aktiviere, laufe ich schneller. Dann habe ich als Nade noch eine Splittergranate dabei und als Streaks habe ich eben eine Drohne, ein Geschütz und ein Care-Package. Ja, zum Gameplay gibt es nicht so viel zu sagen, ist halt eine S&D-Runde, ist vielleicht nicht ganz so ansehnlich, aber damit ihr vielleicht auch mal einen Eindruck auf S&D in den Spiel bekommt, lade ich einfach mal ein S&D-Gameplay hoch, weil die meisten werden wahrscheinlich nur ihr Streaks-Geballer raushauen und ich habe gedacht, mache ich direkt am Anfang mal was anderes und zeige euch einfach ein S&D-Gameplay, ein bisschen die taktischere Variante, in Anführungsstrichen, obwohl so früh beim Spiel einfach noch nicht viel mit Taktik ist, aber ich hoffe, das ist trotzdem für euch ganz ansehnlich, ist auf jeden Fall auch eine meiner ersten Runden gewesen, wie man auf jeden Fall auch im Gameplay sehen kann. Man rennt dann noch ein bisschen unsicher durch die Gegend, man weiß nicht, wo was ist und so weiter und so fort. Und ja, kommen wir auch schon direkt mal zum Thema, der erste Eindruck von Advanced Warfare. Wie ist mein Eindruck zum Game? Und ich muss sagen, ich habe das Game ja schon mehrere Stunden eigentlich auf der Gamescom gespielt. Hatte aus der Gamescom-Zeit eigentlich einen relativ guten Eindruck mitgenommen. Das Spiel hat mich auf der Gamescom schon ziemlich überzeugt. Und jetzt, wo ich das Spiel, sage ich mal, circa 6 Stunden online gespielt habe und die anderen Maps auch kennengelernt habe und Waffen, denke ich mal, kann ich mir jetzt mittlerweile ein Urteil schon erlauben. Aber ich weiß noch nicht so ganz, wie halt so mein Urteil ausfallen wird, weil die Frage ist halt, wie lange ist da wieder der Langzeitmotivator? Also wie lange lässt sich das Spiel wirklich so spielen? Und wie wird sich der Ganze eben auch im E-Sport-Bereich etablieren? Da bin ich halt gespannt, was die da für Regeln raushauen werden, ob die mit den ganzen Exo-Kram machen oder ob die einfach wirklich auf die klassische Variante bleiben. Das wird sich einfach zeigen. Aber ich denke jetzt so, der wirklich allererste Eindruck, das Spiel macht mir Spaß. Das Spiel macht mir auf jeden Fall Spaß und die ganzen Exo-Fähigkeiten mit den Rumjumpen ist halt wirklich extrem gewöhnungsbedürftig. Weil ich finde, es ist jetzt momentan wirklich sehr schwer, die ganzen Gegner zu predikten. Man weiß halt einfach nicht, welchen Move würde ich jetzt als nächster machen. Weil in anderen COD-Teilen ist es ja so, du kannst die ganzen Laufwege in Anführungsstrichen schon up-aimen. Du weißt ja, der Gegner, der muss jetzt da rauskommen oder der kann links oder rechts kommen. Und das ist jetzt einfach so jetzt nicht mehr der Fall. Man hat jetzt einfach so viele Möglichkeiten, den Gegner in ja, Anführungsstrichen einfach zu verarschen. Du kannst den so geil ausmoven und alles. Das ist wirklich verdammt schwer, da irgendwie irgendwelche Prediction zu machen, wo oder wie oder was der Gegner da jetzt kommen wird. Deswegen, ja, bin ich gespannt, wie sich das Ganze jetzt in den nächsten Wochen so spielen lässt, wenn jetzt einfach auch die ganzen anderen Leute dazu stoßen werden und, ja, der ganze Ersteindruck, muss ich sagen, das Spiel gefällt mir. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergehen wird mit dem Game. Ich gebe dem Game auf jeden Fall eine Chance und ich hoffe, ihr auch. Tut nicht direkt alles totreden oder so. Hat auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, hat vieles gut gemacht, macht auch ein paar Sachen schlecht. Hat jetzt auch am Anfang noch ein paar Bugs, muss ich sagen. Ich hoffe, da werden jetzt in nächster Zeit ein paar Patches kommen. Zum Beispiel, was mich am meisten aufregt, ich hoffe, das ist nicht gewollt, dass wenn man schießt, Beispiel, du hast noch 30 Munition,
in dein Magazin. Du lädst aber danach, dass die 30 Schüsse dann wegfallen. Das ist wirklich der größte Quatsch und ich hoffe, das wird noch gepatcht, weil das ist momentan das, was mich wirklich am meisten aufregt. Denn ich renne ständig ohne Muni da umher und ich hoffe, das wird gepatcht und das ist nicht so gewollt. Und ja, ich hoffe, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt dann viel Spaß, wenn ihr dann am Montag oder spätestens am Dienstag euer Game in den Händen hält. Und könnt ihr mal eure Meinung von dem Game unten in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wie eure Meinung zu dem Game ist und wie ihr die Langzeitmotivation in dem Game seht und ob ihr den Ganzen auch eine Chance gebt oder ob ihr jetzt schon direkt am Anfang sagt, nee, ich habe keinen Bock darauf, ich quitte direkt wieder von dem Game, was ich natürlich nicht denke, weil gerade jetzt am Anfang ist natürlich die Motivation sehr hoch, man möchte jetzt wieder voll Gas geben. Auf jeden Fall bin ich da auf eure Meinung sehr gespannt, lasst mich wissen unten in den Kommentaren und ich bedanke mich fürs Zuhören, viel Spaß noch mit dem Gameplay, bis dann, euer Caper. Cheers. Raketenschlag bereit zum Start. Verbündeter Raketenschlag kommt. Werfe Granate. Die Bombe wurde platziert. Sie haben die Bombe entschärft. Wir haben den Kampf verloren, aber noch ist es nicht vorbei. Halbzeit. Das Ziel verteidigen. Starte Vorräte. Verbündete Drohne über uns. Für die nächste Schlacht. Seitenwechsel. Das Ziel zerstören. Unsere Drohne ist online. Verbündete Walker-Panzer kommen. Der Feind wurde neutralisiert. Drohnenaufklärer in Bereitschaft. Verbündete Drohne über uns. Das war ausgezeichnet, Sentinel.